Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Abendveranstaltung mit Lorenz Jäger, und zwar zur Buchvorstellung Heidegger, ein deutsches Leben. Ganz herzlich möchte ich natürlich auch den Referenten begrüßen. Ja, zweifelsohne zählt Martin Heidegger zu den wirkmächtigsten Denkern des 20. Jahrhunderts, zugleich aber auch zu einem der umstrittensten, und zwar nicht zuletzt aufgrund seiner Parteinahme für den Nationalsozialismus 1933. Gleichzeitig hat Heidegger die abendländische Philosophie von Grund auf umgekrempelt, um mit Blick auf die Tradition, die dem Konservativen ja so wichtig ist, keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und doch ist der Pastoralphilosoph, wie Sloterdijk ihn nannte, nach wie vor ein Quell der Inspiration, natürlich auch für Konservative. Doch wer war Martin Heidegger und was macht sein Leben zu einem deutschen Leben, wie es im Untertitel heißt? Ja, Antworten auf diese Fragen erhoffen wir uns von dem heutigen Referenten Lorenz Jäger. Lorenz Jäger wurde 1951 geboren, studierte Soziologie, Germanistik in Marburg und Frankfurt am Main und anschließend unterrichtete er deutsche Literatur in Japan und den USA. 1997 wurde Jäger Redakteur im Ressort Geisteswissenschaften der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das er dann zuletzt leitete. Bekanntheit erlangte Lorenz Jäger zumeist über die Biografien über Theodor W. Adorno und Walter Benjamin. Jäger ist also ausgewiesener Kenner der deutschen Geistesgeschichte und auch der philosophischen Biografien. Dementsprechend freue ich mich auf Ihre Lesung, auf Ihren Vortrag, Herr Jäger, und heiße Sie nochmal herzlich willkommen. Danke. Danke, lieber Herr Gerke, lieber Herr Dr. Fenske. Die Bibliothek ist jetzt 10 Jahre alt, höre ich, und ungefähr vor 8 Jahren habe ich die erste Einladung bekommen hierher. Die war völlig offen, ohne Gegenstand, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, selbstverständlich. Und jetzt, also nach vielleicht nicht ganz einem Jahrzehnt, ist es soweit. Es freut mich sehr. Ich bin gebeten worden, vorher auch etwas über den Unterschied meiner Arbeitsweise und anderer vorhergehender Studien zu sagen. Das werde ich auch tun. Ich werde das aber nur konkret tun können. Ich spreche über die Begegnung mit Paul Celan 1967 und werde dann Ihnen zwei Alternativdeutungen zur Diskussion stellen. Danke. Es gibt Beziehungen so leuchtend oder so rätseldunkel, dass die Erinnerung an sie die Jahrhunderte überdauert, auch wenn sie nur für Augenblicke bestanden. Friedrich Schlegels Freundschaft mit Novalis, das Jugendbündnis von Hölderlin, Schelling und Hegel, die in Feindschaft umgeschlagene Freundschaft von Nietzsche und Wagner, die Beziehung von Walter Benjamin und Bertolt Brecht sind solche Augenblicke, die die Nachwelt nicht loslassen und nach immer neuen Deutungen verlangen. Paul Celans Besuch bei Heidegger im Sommer 1967, der in das Gedicht Todtnauberg mündete, gehört zu diesen wenigen Konstellationen, an denen allein man schon eine geistige Geschichte Deutschlands entwickeln könnte. Celan, geboren 1920 im damals rumänischen Czernowitz, verlor beide Eltern in der deutschen Vernichtungspolitik und überlebte in einem Arbeitslager. Sein Gedicht Todesfuge wurde zum Inbegriff einer Vergegenwärtigung der Gräuel. In einem anderen Gedicht heißt es, denn tot sind die Engel und blind ward der Herr in der Gegend von Agra und keiner ist, der mir betreue im Schlaf, die zur Ruhe hier gingen. Celan ist der Dichter einer Schöpfung, in der die Vernichtung gewaltet hat. Die Sammlung Lichtzwang, erschienen 1970 in Celans Todesjahr, mannigfach
findet sich in den Gedichten das Leben bereits in Frage gestellt. Am deutlichsten in der Formulierung am Leben, Fragezeichen, in dem Gedicht Schaltjahrhunderte. Dass es zu dem Besuch kam, hatte Voraussetzungen in beider Selbstverständnis. Celan sprach emphatisch von der Dichtung und vom Dichter. 1967 begann aber ein anderer Begriff seine Karriere. Die Rede war nun von Literatur, später auch Textproduzenten. Also da wird das sozusagen der Produktion einverleibt. Man halte Celans Rede der Meridian zur Verleihung des Büchnerpreises im Jahr 1960 daneben. Ausschließlich von den Dichtungen spricht Celan dort, nie von Büchners Dramen oder Erzählungen. Und Heidegger wird in dem Gedicht Todtnauer Berg als der Denkende angesprochen, so wie er gesehen sein wollte. Heidegger seinerseits liebte die feierliche Linie der dichterischen Tradition, die von Hölderlin über Trakl und Rilke zu Celan führte. Ihm ging es um die Nachbarschaft von Dichten und Denken, wie es in dem Band Unterwegs zur Sprache heißt. Nur wegen dieser von beiden vorausgesetzten Gleichheit des Rangs konnte das Treffen stattfinden. Die Sprache war der Raum dieses Treffens. Klaus Reichert berichtet in seinen Erinnerungen an Celan, dass genau hier die Nähe zu Freiburg und die Distanz zu Frankfurt zur kritischen Theorie begründet war. Er, Reichert, habe Celan nach dessen Rückkehr aus Freiburg bei einem Abendessen nach der Begrüßung unhöflich direkt die Frage gestellt, wie konnten Sie sich mit Heidegger treffen, nach allem, was Sie von seiner Vergangenheit wissen. Die Stimmung war heikel, die Luft zum Schneiden. Da begann Celan einen seiner Monologe zu führen über das Amt des Dichters, wie er es verstand und von dem man heute nichts mehr wissen wolle. Alles sehr abstrakt, feierlich, abgehoben, auf eine Ebene, auf der ein Gespräch mit uns nicht möglich war. Aber geradezu schwärmerisch getragen von den Sympathien, die er in Freiburg erfahren hatte. Das gipfelte in dem diesmal konkreten Satz, und die Frau ist so reizend. Da murmelte Frau von Kaschnitz, die sich bisher nur stumm über ihrem Teller dem Essen gewidmet hatte, auf ihre trockene Art, wir haben sie damals nur die Martinsgans genannt. Celan erstarrte. Also das ist die Lyrikerin Marie-Louise von Kaschnitz, deren Mann in Freiburg in den 30er Jahren lehrte. Dem Treffen in Todtnauer Berg waren Jahre der vorsichtigen Annäherung vorausgegangen. Aus dem Jahr 1954, Celan hatte gerade die Vorlesung »Was heißt Denken?« gelesen, stammt ein Briefentwurf an Martin Heidegger, dieser schüchterne Gruß aus einer wunschdurchklungenen, wunschbeseelten Nachbarschaft vom Meere her, dieses Zeichen der Verehrung aus einer kleinen, fernen, wunschdurchklungenen Nachbarschaft, Herrn Martin Heidegger, dem Denkherrn auf dem Weg über die Engelsbucht. Das ist im provenzalischen Les Hiotards geschrieben, am Meer, und dort gibt es eine Baie des Anges. Die Nachbarschaft ist die zwischen Heidegger und ihm. Sie ist weniger real und bereits da, als vielmehr wunschbeseelt, wunschdurchklungen. Schüchtern und klein, wie er sagt, nähert er sich Celan dem verehrten Herrn. In dem Paradox einer fernen Nachbarschaft deutet sich an, dass es nicht einfach ist. Aber es ist alles offen in einer romantischen Märchenatmosphäre, die Celan in den Gedichten damals schon hinter sich gelassen hatte. Zur fernen Nachbarschaft konnte er sich ermutigt fühlen, denn in dem Band, den er gerade gelesen hatte, war davon die Rede. Ich zitiere Heidegger, die Wesensnähe zwischen Dichten und Denken schließt den Unterschied so wenig aus, dass sie ihn vielmehr in einer abgründigen Weise erstehen lässt.
Hier musste Celan sich anerkannt fühlen. Als Heidegger im Sommer 67 von dem Germanisten Gerhard Baumann erfuhr, dass Celan in Freiburg las, war er hoch erfreut. Schon lange wünsche ich, Paul Celan kennenzulernen. Er steht am weitesten vorne und hält sich am meisten zurück. Ich kenne alles von ihm, weiß auch von der schweren Krise, aus der er sich selbst herausgeholt hat, soweit dies ein Mensch vermag. Es wäre heilsam, PC auch den Schwarzwald zu zeigen. Der Vorschlag war plausibel, weil große Natur und Landschaft die Ordnung der Relevanzen verändern können, in der man sich eingerichtet hatte. Und so geschah es dann auch in der Gegend um Freiburg, wie Baumann berichtet. Bei einem Gang durch die Umgebung rühmte Celan die reiche Gliederung der Höhenzüge, die vielgestaltigen, verschieden gefärbten Blickfelder, die sich zu eindrucksvoller Weitsicht eröffneten. Warum sonst hätte sich Celan 1959 in der Bergwelt von Sils Maria mit Adorno treffen wollen, wenn nicht die Gestimmtheit dort eine andere als in Paris oder in Frankfurt war, ähnlich wohl wie im Fall von Le Ciotat? Vor Celans Lesung waren die Freiburger Buchhandlungen von Heidegger instruiert worden, ihre Schaufenster für großzügige Präsentationen von Celans Werk zu nutzen, was dieser dann auch erfreut bemerkte. Am Abend kam es zu einer kleinen Missstimmung, die von Heidegger aber gelassen aufgenommen wurde. Ich zitiere Baumann: Als Heidegger vor der Veranstaltung im Hotel Entree mit Celan auf dem Sofa zusammensaß, wollte Frau Baumann einen Schnappschuss der beiden ergattern und stellte sich in Positur. Da sprang Celan auf und schrie: Keine Fotos, keine Fotos. Hierauf lief er die Treppe nach oben in sein Zimmer und blieb eine halbe Stunde fort. Dann kam er zurück und meinte, jetzt könne ein Foto gemacht werden. Frau Baumann dagegen, jetzt hätte sie keine Lust mehr. Später am Abend schlug Heidegger vor, ich zitiere wieder, in der Morgenfrühe hinaus in den Schwarzwald zu fahren. Der Bitte Celans, ein Hochmoor zu besuchen, käme man damit entgegen. Zugleich wäre damit ein Besuch in seiner Hütte in Todtnauberg zu verbinden. Kaum hatte sich Heidegger verabschiedet, da erhob Celan Einwände und Bedenken gegen den Vorschlag, dem er kurz zuvor sich keineswegs widersetzt hatte. Es falle ihm schwer, mit einem Manne zusammenzukommen, dessen Vergangenheit er nicht vergessen könne. Das Missbehagen steigerte sich rasch zur Ablehnung. Es blieb unentschieden. Und doch findet die Fahrt statt, zunächst mit Baumanns Assistent Gerhard Neumann als Fahrer für Celan und Heidegger. Silvio Vieta kommt in einem zweiten Wagen mit. Später wird Baumann, der noch Prüfungen abzunehmen hat, dazustoßen. Als er die Gruppe dann vor einem Café trifft, findet er zu seiner Überraschung Celan und Heidegger im Gespräch und beide in aufgeräumter Stimmung. Von Celan war alle Schwere gewichen. Was Klaus Reichert von dem aus Freiburg angereisten Celan schildert, ist eine von mehreren Versionen, die von den Tagen um Todtnauberg überliefert sind. Sie ist die positivste, da sie ähnlich wie übrigens dann auch Marie-Louise Kaschnitz, Zitat Kaschnitz, was haben die in Freiburg aus ihm gemacht? Was ist in ihm dort vorgegangen? Er ist nicht wiederzuerkennen. Von einer gewissen Euphorie nach dem Freiburger Aufenthalt bei der Ankunft in Frankfurt berichtet. Die entgegengesetzte Deutung stammt von Jean Bollack, einem Freund Celans, der das Treffen von der Idee eines Strafgerichts über den Nazi Heidegger bestimmt sieht. Eine, Zitat Bollack, vorprogrammierte Spazierfahrt, ein präzises und im Voraus entworfenes Szenario, glaubt Bollack in der Begegnung Paul Celans mit Heidegger zu erkennen. Für Bollack ist der Dichter bei dem Treffen mit Heidegger entschieden in der Rolle des Akteurs, der einen Plan verfolgt und das gesetzte Ziel erreicht, was Bollock aus seiner sehr besonderen Perspektive auf das nach dem Treffen entstandene Gedicht Todtnauberg beurteilt.
so wie Bulak es deutet, sind es Todes- und Gräbersymbolik, die die Landschaft des Gedichts beherrschen. Die halb beschrittenen Knüppelpfade im Hochmoor erinnern ihn an die Lager, die oft in Mooren angelegt waren. Celan zwinge Heidegger bei dem gemeinsamen Spaziergang die Wahrheit des Ortes auf, die schon im Wort Todtnauberg auf die Organisation Todt verweise, der die Eltern des Dichters zum Opfer gefallen war. Der Denker werde im Gedicht vor ein Tribunal der Toten gebracht. Bulaks Interpretation hat alle Vorzüge der Zuspitzung, darunter auch den der Widerlegbarkeit. Celan traf auch später mit Heidegger zusammen, eine Tatsache, die mit der Anklage und Verurteilung, die Bulak in die Situation hineinliest, nur schwer in Einklang zu bringen ist. In Bezug auf diesen Unterschied heißt es bei Reichert, es brachte nichts, sich mit Bulak zu streiten, da er sich immer im Recht wusste. Und die beiden Worte Hoffnung und Herz aus Celans Gedicht hätten in einem Gedicht, das einer Bestrafung gilt, keinen Ort gehabt. Schließlich gerät Bulaks Idee einer lückenlos durchgeplanten dichterischen Aktion ins Wanken, wenn man Baumanns Bericht von einer Folge wechselnder Entschlüsse dagegen hält. Baumann gibt eine stärker harmonische Ansicht, auch wenn er die enormen Spannungen im Einzelnen nicht verschweigt. Sein Assistent Gerhard Neumann, der im VW mit Celan und Heidegger hinauf in den Hochschwarzwald fuhr, zur Hütte in Todtnauberg, hat sich in seiner Autobiografie Selbstversuch merkwürdigerweise eher Bulak angeschlossen und sieht sich als den Zeugen, besser müsste man wohl sagen, Prozessbeobachter. Neumanns Begründung ist eingebettet in komplexe sprachphilosophische Überlegungen. Er musste sich rechtfertigen, denn seinen Aufsatz über die absolute Metapher hatte Celan zum Anlass genommen, mit ihm radikal zu brechen. Celan wollte nicht in die Tradition der hermetischen Dichtung gestellt werden, die auf Mallarmé zurückführte, sondern sah seinen Ort in einer durchaus auf Realien bezogenen Dichtungsart. Wir werden davon gleich noch zu sprechen haben. Jedenfalls war Neumann sozusagen lebenslänglich traumatisiert davon, dass der Dichter, den er eben auch für einen der Großen seiner Zeit halten musste, gesagt hat, mit ihnen will ich nichts mehr zu tun haben. Die falsche Metapherentheorie, also was, zu sowas kann das führen. Ja. Neumann also folgt Bulak, aber sein Ton dementiert sogleich diese Nähe. Er spricht von einer Form des strategischen Schweigens bei Celan. Jetzt zitiere ich Neumann. Sie führt zur Erpressung eines Bekenntnisses durch Schweigen, wie Celan es als inszeniertes Ritual gegenüber Heidegger einsetzt. Eigentlich ist das ein ungeheuerlicher Satz, aber er steht so da. Neumann, der Bulaks Deutung übernimmt, widersetzt sich ihr zugleich. Celans Gedicht Todtnauberg ist auf den 1. August datiert in Frankfurt. Todtnauberg. Arnika, Augentrost, der Trunk aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf, in der Hütte, die in das Buch, wessen Namen nahm's auf vor dem meinen, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines Denkenden kommendes Wort im Herzen, Waldvasen uneingeebnet, Orchis und Orchis einzeln, Krudes später im Fahren deutlich, der uns fährt, der Mensch, der es mit anhört, die halb beschrittenen Knüppelpfade im Hochmoor, feuchtes viel. Arnika Augentrost. Das Gedicht erscheint zunächst schwer verständlich, das soll uns aber nicht erschrecken. Wir versuchen, uns dem Gehalt in der schlichtesten Weise zu nähern, indem wir die Wirklichkeiten suchen, die darin thematisiert werden. Es beginnt schön und heilend, auch im Klang. Arnika Augentrost. Damit soll aber keine Beschreibung der beiden Blumen gegeben werden, auch kein visueller Eindruck. Eine Farbe fehlt ebenso wie eine mögliche Gruppierung. Vergegenwärtigt sind die Pflanzen in ihren Namen. Der Ort der Namen ist das Gespräch.
Eher möchte man deshalb von einem stenografischen Protokoll der Kommunikation sprechen, in der nur gerade diese beiden Blumennamen herausvergrößert werden. Damit hat sich in der ersten Zeile schon das Formgesetz des Gedichts ausgesprochen. Ich folge der Darstellung von Klaus Reichert. Gadamer schrieb später, Heidegger habe ihm berichtet, er und Celan hätten vor allem über Pflanzen gesprochen und Celan habe viel mehr Pflanzen und Pflänzchen gekannt als er. Pflanzen beschäftigten Celan nicht weniger ihre Namen, hat Gerhard Baumann von den Freiburger Tagen festgehalten. Blumennamen spielen auch in dem Prosagedicht Gespräch im Gebirg eine Rolle, das die absichtlich versäumte Begegnung mit Adorno in Sils Maria als Hintergrund hat. Da stehen sie also, die Geschwisterkinder, links blüht der Türkenbund, blüht wild, blüht wie nirgends, und rechts, da steht die Rapunzel. Auch hier also ein Gespräch, programmatisch hervorgehoben im Titel. Der Trunk aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf. Merkwürdigerweise berichtet Gerhard Neumann die Szene anders. Celan bemerkte, so Neumann, den würfelförmigen Kopf des Brunnens mit eingeschnitzten Kerben vor dem Haus, aus dessen Rohr Wasser sprudelte. Ich weiß noch, wie ich dachte, es wäre passend, wenn Celan jetzt einen Schluck daraus trinken würde. Er tat das nicht. Aber er schenkte der primitiven Einrichtung dieses Wasserspenders viel Aufmerksamkeit. Und weiter, ich erinnere mich nun auch wieder an die Worte über den Brunnen vor dem Haus und das vorsichtige Eintreten, den Eintrag in das Gästebuch. Mag nun Celan daraus getrunken haben oder nicht, der Brunnen wurde beachtet und im Gespräch thematisiert. Deswegen wird er ins Gedicht aufgenommen. In der Hütte. Man ist eingetreten, aber nicht ohne einen kommunikativen Akt, der das Betreten erst zu einer menschlichen und nicht nur physischen Wirklichkeit macht, die in das Buch, wessen Namen nahm es auf vor dem meinen, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines denkenden kommendes Wort im Herzen. Der Gedanke, wessen Namen nahm es auf vor dem meinen, bleibt in diesem Augenblick unausgesprochen, aber er bewahrt die Erinnerung an das Gespräch mit Baumann am Vorabend, als Celan plötzlich an dem Plan einer Schwarzwaldfahrt zweifelte und geltend machte, es fahl ihm schwer, mit einem Mann zusammenzutreffen, dessen Vergangenheit er nicht vergessen könne. Wenn aber die Hoffnung im Herzen ist, gibt es selbst in diesem schweren noch einen Möglichkeitshorizont, eine Fortsetzung wird nicht ausgeschlossen. Es wird dem anderen nicht grundsätzlich abgesprochen, zu diesem Wort fähig zu sein. Allerdings, auch dies sagt Celan hier, ist dieses Wort bisher nicht gefallen. Waldvasen uneingeebnet, Orchis und Orchis einzeln. Waldvasen sind feuchte Wiesen. Das Wort Vasen, sagt das deutsche Wörterbuch der Grimms, führt auf den Grundbegriff des Feuchtseins. Botanisch betrachtet ist Vasen das in der Erde befindliche, vielverzweigte Wurzelwerk einer Pflanze. Der Blumenschmuck und das Grünen des Vasens würden öfter hervorgehoben. Schließlich ist Vasen auch das Land, wo der Abdecker das Vieh ausweidet und verscharrt, Schindanger in Süddeutschland und am Rhein üblich. Und so ist in diesen Teilen Deutschlands Vasenmeister auch eine verbreitete, zum Teil amtliche Bezeichnung für den Abdecker. Da im Gedicht die Vasen ausdrücklich uneingeebnet sind, liegt eine unheimliche Assoziation in diese Richtung nahe. Bei Orchis handelt es sich um das Knabenkraut, eine Pflanze aus der Familie der Orchideen. Im März 1970, also deutlich später, unternahm Baumann einen Spaziergang mit Celan bei Oberrottweil auf dem Badberg, von dem er berichtet, diese Hügelszene besitzt etwas vom Charakter einer nördlichen Mittelmeerlandschaft. Zahlreiche Exoten und Orchideenarten sind anzutreffen, denen Celan kenntnisreich nachspürte. So wird man auch bei der Todtnauer Bergfahrt über das Knabenkraut gesprochen haben.
hören wir zum Zusammenhang der beiden Zeilen Baumanns Bericht über das Mittagessen, das nach der Rückfahrt von der Hütte stattfand. Heidegger ließ sich weitläufig über die Tier- und Pflanzenwelt des Gebirges aus. Erneut fiel auf, wie kenntnisreich Celan und Heidegger Fisch- und Vogelarten, Bodenverhältnisse und Wachstumsbedingungen beschrieben. Deshalb mögen auch die uneingeebneten Waldvasen zur Sprache gekommen sein. An sich ist das Wort ungewöhnlich, ebenso wie das botanische Fachwort für Knabenkraut. Krudes später im Fahren deutlich, der uns fährt, der Mensch, der es mit anhört. Krude ist das rohe, ungekochte, unkultivierte und unfeine, auch das grobe und unverdauliche. Vielleicht hat es mit dem Würgen zu tun, das Celan bei Heidegger vermutet hatte. Also es war so, dass Ingeborg Bachmann, Celan sagte, der Heidegger, der ist nicht ehrlich. Und Celan sinngemäß zurückschrieb, das ist mir lieber der Heidegger als diese ganzen glatten, umerzogenen, jetzt meine Sprache, aber so ungefähr liest es sich bei ihm auch. Denn Heidegger wirkt jedenfalls an dem und die anderen haben das alles schon längst verschluckt. Jetzt also wird wirklich gesprochen und Gerhard Neumann, der Fahrer, hört es. Die Situation des Sprechens wird noch einmal unterstrichen. Von Neumann stammt das einzige direkte Zeugnis der Gespräche, allerdings bei der Auffahrt nach Todtnauberg, nicht später, wie es im Gedicht heißt, dass er Elmar Tophoven im August 67 in einem Brief mitteilte, dabei die unverdaulichen Worte zitierend, Heidegger sei auf die bewusste Diskussion um gewisse Worte gekommen, die er früher gesagt und geschrieben hat, völkisch Führer und so weiter. Celan hat dann angefangen zu reden in jener Weise, die er sicher an ihm kennt, wo einem der Atem stockt. Einmal, weil es ungeheuerlich, zum anderen, weil es so unglaublich durchgeformt ist, dass kein Wort anstößt, aber die Sache in ihrer ganzen Krassheit und beinahe wortlos vor einem steht. An seine Frau Giselle schrieb Celan, dann kam es im Auto zu einem ernsten Gespräch, bei dem ich klare Worte gebraucht habe. Herr Neumann, der Zeuge war, hat mir hinterher gesagt, dass dieses Gespräch eine epochale Bedeutung hatte. Reichert meldet Zweifel an. Neumann habe diese Formulierung nie aufgeschrieben. Im Gespräch sagte er, Neumann, mir, Reichert später, die Herren auf der Rückbank hätten beharrlich geschwiegen. Dürfte das so gewesen sein, dürfte das überliefert werden, blieb Celan lieber bei dem, was er aus irgendeiner höflichen Bemerkung Neumanns heraushören wollte. In der fast 50 Jahre späteren Erinnerung sagt Neumann wiederum über die Auffahrt, nicht die Rückfahrt, eine gedrückte Stimmung habe geherrscht. Es wurde nicht viel geredet in diesem Klima der Erwartung von beiden Seiten. Aus Heideggers Mund kamen stoßförmige Laute, Celan replizierte leise. Neumann erinnert sich an seine damalige Assoziation, rumänische Stimme, was immer das heißen mochte. Die halb beschrittenen Knüppelpfade im Hochmoor. Celan hatte bei seiner Ankunft in Freiburg gegenüber Baumann die Bitte geäußert, ein Hochmoor zu besuchen. Die Gründe lagen in seiner Lebensgeschichte. Erinnerungen an das eigene Herkommen waren es, welche Celan bestimmten, Hochmoore aufzusuchen, sobald sich die Gelegenheit dazu bot. Und das heißt also, es ist nicht die Assoziation, wir sind die Moorsoldaten, das liegt völlig fern. Nach dem Mittagessen braucht man deshalb auf, um das Horbacher Moor zu erreichen. Wir ließen uns nicht beirren, erzählt Baumann, obschon der Regen heftiger wurde, die Wolken zunehmend niedriger hingen, die Sichtweite sich eingegrenzt hatte. Wir verließen bei Horbach die Wagen und legten eine Wegstrecke am Ostrand des Moors auf eingelegten Rundhölzern zurück. Das sind die Knüppelpfade, die den nachgebenden Grund zu befestigen suchten. Unser Schuhwerk, vor allem dasjenige von Celan, war jedoch für die aufquellende Nässe nicht geeignet.
sodass wir uns entschlossen, die Wanderung abzubrechen. Deshalb blieben die Knüppelpfade halb beschritten. Feuchtes fiel. Wir wissen, dass es regnete und dass die Nässe aus dem Boden trat. Damit wurde der im Gespräch artikulierte Entschluss, den Gang abzubrechen, von den Wanderern begründet. Und mit diesem Entschluss verlässt man die Sphäre von Todtnauberg. Hier endet sinnvollerweise das Gedicht, nämlich mit einem Punkt. Celan steht in diesem Gedicht nicht als einsamer Beobachter vor einer fremden Landschaft, sondern ist von Anfang bis Ende in kommunikative Geschehnisse verwickelt, in denen alles erst seine Bedeutung erhält. Der Gegenstand des Gedichts, seine Wirklichkeit, sind nicht die äußeren Ereignisse des Tages, es sind die Gespräche. Nicht Dinge oder Symboliken an sich interessieren, sondern ihr konkreter Ort in dieser bestimmten Kommunikation. Die Abfolge der Verse entspricht der tatsächlichen Zeitfolge von der Ankunft bei Heideggers Hütte bis zur letzten Station der Rückfahrt. Insofern ist auch nichts Hermetisches in diesem Gedicht. Insofern hatte auch Neumanns Metapherntheorie dann tatsächlich ein Moment des Unrechts. In ihm herrscht eine Einheit der Zeit. Es bildet sich eine gestalthafte Sequenz. Wir verstehen das Gedicht nur dann, wenn wir Celans Poetik verstehen. Eine Poetik des Gesprächs, die uns wiederum erst durch das Gedicht Todtnauberg verständlich wird. Das Gedicht, so heißt es in der Rede der Meridian, will zu einem anderen, es braucht dieses andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu. Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das andere zuhält, eine Gestalt dieses anderen. Das Gedicht wird, unter welchen Bedingungen, zum Gedicht eines immer noch Wahrnehmenden, dem Erscheinenden zugewandten, dieses Erscheinende Befragenden und Ansprechenden, es wird Gespräch, oft ist es verzweifeltes Gespräch. Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es sich um das es Ansprechende und Nennende Ich. Das Gedicht Todtnauberg erzählt die Geschichte eines kommunikativen Ereignisses, das immer noch scheitern kann, aber noch nicht gescheitert ist. Celan war zum Zeitpunkt der Begegnung mit Heidegger Mitte 40 in einem Alter der höchsten Wirksamkeitserwartung. Die ungeheure Aufgabe eines Gesprächs mit Heidegger, und zwar eines Gesprächs mit Folgen, musste er sich zutrauen. Heidegger stand dagegen kurz vor seinem 78. Geburtstag. Er war in einem Lebensalter, in dem die Erfahrungen eine hohe innere Stabilität und Kohärenz gewonnen haben und in dem Prozesse einer fundamentalen Selbstkritik, einer grundlegenden Revision der Gedankenwelt und des veränderten Blicks auf die eigene Entwicklung kaum mehr erwartet werden dürfen. Man mag von Erstarrung sprechen oder von Weisheit. Und so bestimmt ein Sprachspiel der Abgeklärtheit den Brief, mit dem Heidegger auf die Zusendung des Gedichts Todtnauberg antwortete, von dem Celan einen bibliophilen Privatdruck hatte herstellen lassen. Heidegger erhielt das erste Exemplar, Neumann das zweite. Das kommende Wort, auf das Celan gehofft hatte, blieb aus. Das Wort des Dichters, so Heidegger nun, sei Ermunterung und Mahnung zugleich. Hier ist schon das Maximum seines Eingehens auf Celan erreicht. In ihm sei das Andenken an einen vielfältig gestimmten Tag im Schwarzwald aufbewahrt. Heidegger erinnert an die Freiburger Lesung. Seitdem haben wir vieles einander zugeschwiegen. Ich denke, dass einiges noch eines Tages aus dem Ungesprochenen gelöst wird. Alles wird zugestanden und zugleich in ein Unbestimmtes verschoben. Dann wird der Ton altersgemäß umständlich und zeremoniös. Ich werde mir von einem Buchbinder einen geeigneten Schuber machen lassen, darin ihre Gabe gebührenderweise verwahrt bleibt. Ich habe in diesem Buch immer wieder von einer für Heidegger fundamentalen Krisenerfahrung des Sprechens und des Wortes gehandelt. Hier hat sie ihren Zenit erreicht und sie kann
nicht mehr als psychologische Krise betrachtet werden. Auch nicht mehr wie das Schweigen seines Vaters und seines Großvaters. Die waren beide berühmt für ihr Schweigen. Wie immer man es sich zurechtlegt, hier handelt es sich um ein Versagen. Man hat den Eindruck, dass Heidegger alles in eine ragende Höhe bringen konnte, wo niemand mehr zu belangen war. Er war groß, aber er wollte noch größer sein. Der Mann, der das Wesen der Wahrheit ermitteln wollte, verbrachte nicht wenig Lebenszeit mit Ausreden. Das 1971 von Heidegger verfasste Vorwort zum Gedicht Todtnauer Berg umspielt Celans Text, aber Heidegger benutzt diesen eher, um die Leistung seiner Frau, nach deren Plänen die Hütte in Todtnauer Berg gebaut worden war, ins rechte Licht zu stellen. Doch Hütte und Höhe, zum Brunnen den Blick aus gesammeltem Denken, das Buch auf dem Tisch bezeugend die Freude der Gäste, hast du mir gefunden, vordenkend in die Bestimmung. Gerade in seinen letzten Lebensjahren war Heidegger ungleich mehr als früher bemüht, Elfriede, die er so oft betrogen hatte, zu danken. So wurde auch die nun bald entworfene Gesamtausgabe seiner Werke ihr gewidmet und deshalb musste das Gedicht auf einen Ton reiner Freude gestimmt werden. Die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Heidegger stirbt 1976. Die letzten Besucher, die sich angekündigt hatten, waren Jacques Derrida mit dem Philosophen Philippe Lacoula-Barthes und Jean-Luc Nancy und dem Philosophiehistoriker Lucien Braun, der dann Präsident der Straßburger Uni wurde. Das war zweimal projektiert, 1975, und wurde beides mal von Elfriede abgesagt, weil Heidegger sich nicht wohlfühlte. Braun und Lacoula-Barthes kamen bald nach Heideggers Tod. Im Sterbezimmer sahen sich die beiden Besucher nach den Büchern um, die ihren Weg in Heideggers letztes Refugium gefunden hatten. Auf dem Nachttisch lag neben dem Bett ein Band Hölderlin, etwas von Goethe, und ein Suhrkamp-Band mit Gedichten von Paul Celan. Der Denker gab den Dichtern das letzte Wort, dem der Griechennähe und dem Dichter der jüdischen Existenz im 20. Jahrhundert. Er war Celan das kommende Wort schuldig geblieben, aber nicht diese letzte Geste der letzten Tage. Also das ist nicht nichts. Soweit meine Deutung, die, seit ich das Buch abgeschlossen habe, vielleicht noch eine etwas pessimistischere Wendung genommen hat. Denn tatsächlich glaube ich, dass die Begegnung von beiden Seiten etwas Verfehltes hatte. Celan war sicher daran gelegen, Heidegger über die Vergangenheit mal jetzt streng zu befragen, sagen wir mal so. Er hätte ja auch eine ganz andere Möglichkeit gehabt. Er hätte ja, da er nach Freiburg nur kommen konnte, weil die Psychiatrie ihm Urlaub gegeben hat, wo er eingeschlossen war. Er hätte ja auch Heidegger, den Philosophen, um einen Rat ganz einfach fragen können. Das wäre ja eine vielleicht auch sinnvolle Möglichkeit gewesen, diesen Tag miteinander zu verbringen, ohne andere Zeugen. Ich will Ihnen jetzt, um Ihnen den Abstand meiner Arbeitsweise zu zwei anderen zu verdeutlichen, aus dem gerade erschienenen Buch von Guillaume Payne vorlesen, das länger ist als meines und doppelt so teuer. Und ich lese Ihnen jetzt die Passage vor über Heidegger und Celan. Da werden Sie staunen. Heidegger, für den Geschichte und Probleme des Denkens in einen Gegensatz darstellten, wurde ein weiteres Mal mit dem Problem der jüngeren Vergangenheit namens Nationalsozialismus konfrontiert. Er war ein Bewunderer des jüdischen Dichters Paul Celan und bekam die Gelegenheit, diesen aus Anlass einer öffentlichen Lesung an der Universität im Jahr 1967 zu treffen. Eingeladen zu dieser Veranstaltung hatte der Germanist Gerhard Bauermann,
der den Philosophen davon in Kenntnis setzte. Er wolle schon seit langem Paul Celan kennenlernen, hatte dieser geantwortet, der bereits 1956 beziehungsweise 1954 dem Dichter Exemplare seiner Werke mit Widmung geschickt hatte. Er steht am weitesten vorne und so weiter, was ich Ihnen gelesen habe. Die Begegnung war nicht einfach, zum Teil wegen der komplizierten Persönlichkeit des Dichters, zum anderen wegen des früheren Denkens des Philosophen. Celan war aber damit einverstanden, am Folgetag in Todtnerberg Heidegger zu besuchen. Doch die entstehende Freundschaft erstarb im Schweigen des Philosophen. Der enttäuschte Dichter, der wohl hoffte, dass dieses Schweigen noch gebrochen würde, trug sich mit diesen Worten ins Gästebuch des Hauses ein, die in dieses Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines Denkenden kommendes Wort im Herzen. That's it. Also das ist, so kann man es auch machen, nicht? Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, wie Herr Payen das Wort von den Dichtern und Denkern interpretiert, das er bei Heidegger findet. Selbst noch in seinem Philosophieren über Hölderlin und Nietzsche war Heidegger durchdrungen vom Nationalsozialismus. In seinem Vortrag von 1944 sprach er von den Deutschen als dem Volk des Dichtens und des Denkens, aufgrund ihrer wesentlichen Verbindung zu Hölderlin als dem denkenden Dichter und Nietzsche als dem dichtenden Denker. Heidegger zitierte damit teilweise einen Satz Hitlers vom 21. März 1933, den Tag von Potsdam. Dieser bezeichnete damals die Deutschen als Volk der Sänger, Dichter und Denker. Die teils wörtliche Übereinstimmung mit der Rede vom 21. März 1933 ist frappierend. Und selbst der Satzbau lässt vermuten, dass es sich hier um ein verkürztes, ein verstecktes und nicht um ein solches eingestandenes Zitat handelt. Fast ein Plagiat. Also, Herr Payen. Jetzt lese ich Ihnen noch eine andere Problematik vor. Das ist die von Hans-Peter Kunisch, der vor 2 Jahren Todtnerberg geschrieben hat, also eine Monographie, die Geschichte von Paul Celan, Martin Heidegger und ihrer unmöglichen Begegnung. Kunischs Buch liegt eine exzellente Recherche zugrunde. Wenn man dennoch nicht recht glücklich mit ihm wird, dann wegen der Rhetorik von Doku-Fiction, die sich neuerdings überall ausbreitet, wo geistesgeschichtliche Zusammenhänge mit einem entschiedenen Willen zum Publikumserfolg dargestellt werden. Also das ist ein Artikel von mir, den ich für die Weimarer Beiträge geschrieben habe. Beim Lesen meldet sich die leise Ahnung von etwas Unerlaubtem, wenn man die unreflektierte, nie problematisierte Aneignung von Celans Innenleben durch seinen Biografen beobachtet. Das Moor denkt Celan, hebt die Zeit auf. Noch stehen die Fenster seines Zimmers im Victoria offen, aber vor einer Stunde hat er die schweren Vorhänge zugezogen. Celan lächelt. Celan liegt ganz ruhig und aufmerksam. 5 Seiten weiter liegt er immer noch, aber die Stimmung ist umgeschlagen. Während Celan regungslos da liegt, spürt er, dass ihn die Unruhe, die es ihm in den letzten Jahren so schwer gemacht hat, auf Menschen zuzugehen, wieder zu erfassen beginnt. Man glaubt, das Drehbuch einer Arte-Produktion zu lesen. Solche Passagen durchziehen das Buch, sie sind auch nicht ungeschickt gearbeitet. Und doch wird mit ihnen eine empfindliche Grenze überschritten. Als Gerhard Baumann den beiden VWs von Neumann und Silvio Vieta in seinem Mercedes folgt, erfindet Kunischs Erzählung wiederum einen inneren Monolog. Celan kann sich schon gut vorstellen, wie er ihnen immer näher kommt. Ist das hier eine Verfolgungsjagd? Noch Celans hochproblematische damalige Seelenverfassung, er hatte ja Urlaub aus der Psychiatrie bekommen, wird als Mittel für einen literarischen Effekt ausgebeutet. Ich halte das also im Grunde genommen für unethisch. Das ist Relotius Arbeit. Dabei kann man über die
die Psychose von Celan durchaus, wie ich meine, begründet spekulieren. Ich will Ihnen das ganz kurz andeuten, in welche Richtung. Celan war offensichtlich zeitweise beherrscht von dem Wahn, er müsse das Sohnesopfer Abrahams wiederholen. Also Abraham kriegt ja den Auftrag, den Sohn zu opfern. Und Celans Sohn Erik, es muss in der Wohnung Szenen gegeben haben, die also dem gefährlich nahe gekommen sind. Und unter anderem deswegen war er in der Psychiatrie. Wenn man sich das überlegt, was bedeutet das, dieses abrahamitische Sohnesopfer? Ich will es Ihnen mal versuchen, szenisch zu verdeutlichen, dass ein Mann ein Messer und ein kleiner Junge. Und in derselben Abraham-Geschichte kriegt diese Szene eine völlig neue Beleuchtung. Sie kriegt sozusagen eine andere Tonspur unterlegt. Das ist die Szene der Beschneidung. Der Mann, das Messer, der kleine Junge. Mit der Beschneidung entsteht überhaupt erst der Bund mit Gott und dem auserwählten Volk. Das heißt, Celans Wahn hatte als Kern so etwa die Frage, was heißt es heute, ein jüdischer Mann zu sein? Das wäre meine Deutung dieser Sohnesopfer-Szene. Dazu passt auch, dass er dann kurz später zum ersten Mal nach Israel fährt, als sollte die Erfahrung des realen Landes von Abraham die phantasmatische Präsenz zurückdrängen. Man kann darüber spekulieren, ich müsste mir noch mal die Briefe aus der Zeit und auch die Gedichte aus der Zeit genauer anschauen, ob man da noch weiterkommt. Ich will es jetzt dabei belassen. Jedenfalls müsste man das dann auch aus, weil man kann es nicht Celan als dessen eigene Gedanken unterschieben. Das geht meiner Ansicht nach nicht. So, das war jetzt das, was ich dazu sagen wollte. Wie viel soll ich noch mehr lesen oder wollen wir ein bisschen reden? Ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Lesen. Ja, dann lese ich noch ein bisschen. Dann lese ich ein bisschen über die Hölderlin-Beschäftigung. Die eigentlich anfängt in dem Augenblick, wo er das Rektorat niederlegt, 34, da versucht er etwas, das nennt er Metapolitik. Das Wort ist ja inzwischen wieder im Schwange, aber das hat Heidegger wird wohl einer der ersten gewesen sein, die das benutzt haben. Und er macht 34 zwei Dinge. Er macht eine Übung über die Hegelsche Rechtsphilosophie, weil er merkt, dass er bei seiner ganzen Begeisterung für den Nationalsozialismus eigentlich sich noch nicht mit dem Staat beschäftigt hat. Er hat das Wort immer benutzt, aber es gibt keine vorher nachweisbare Beschäftigung Heideggers mit irgendeiner politischen Philosophie oder Rechtsphilosophie oder Staatsphilosophie. Und das versucht er sozusagen im Schnellkurs nachzuholen und zugleich sich mit Hölderlin zu beschäftigen. In ihrer Beziehung auf das Volk treffen sich die metaphysische Staatslehre und die Hölderlin-Auslegung des Denkers und so werden sie zur Metapolitik. Heideggers Hölderlin-Erläuterungen in der Vorlesung des Wintersemesters 34-35 sind etwas sehr Merkwürdiges, in der Auslegung von Literatur bis dahin noch nicht Dagewesenes. Schon das Recht, in diesem Fall von Literatur zu sprechen, hätte Heidegger bestritten. Den Unterschied macht dabei keine neue Auffassung der Literaturgeschichte oder eine Leistung der Literaturwissenschaft. Verändert ist die Haltung. Eigentlich behandelt Heidegger Dichtung als eine Art von Offenbarungsschriften, von Wahrheit geladen, die Ansprüche an ihre Leser stellen. Wer solche Ansprüche überhört, hat sich von vornherein um alles gebracht. Professionelle Distanz ist in dieser Lektüre nicht vorgesehen. Dasein heißt, nach Heidegger, sich im Stand eines Zutunhabens mit der Welt zu befinden. Das ist Heidegger Zitat. Dasein ist schon sein bei der Welt. Dieses immer schon verwickelt sein ist die unausgesprochene Voraussetzung von Heideggers Hölderlin-Auslegung.
den Dichter lesen erfordert, dessen bloßes Vergangensein aufzuheben. An Elisabeth Blochmann, das war eine Geliebte von Heidegger, die dann wegen ihrer Herkunft ihre Professur verliert und später nach England geht. An Elisabeth Blochmann schreibt Heidegger am 21. Dezember 1934, an dem Morgen, da Sie Hölderlin lasen, 6.11., habe ich meine Vorlesung begonnen. Und gerade aus dem Brief vom 01.01.99 habe ich Stellen vorgelesen. Und gestern schloss ich die Vorlesung mit jenem erschütternden Brief vom 4.12., also 1801, der schon nach England emigrierten Freundin suggerierte eine fast telepathische Nähe, an die er selbst noch glauben möchte. Am 11. Januar 28 hatte er ihr aus Marburg geschrieben: Ich vertraue meinem Gewissen, dass ich der Größe und Weite ihres Herzens dienen darf. Volo ut sis, ich will, dass du seiest. So interpretiert Augustinus einmal die Liebe. Und er erkennt sie damit als innerste Freiheit des einen zum anderen. Liebe, sagt er in der Hölderlin-Vorlesung, unweigerlich muss er an Elisabeth gedacht haben, als er an diese Stelle kam, und an Hannah Arendt, der er das gleiche Augustinus-Wort ein bisschen früher mitgeteilt hatte, am 7. Dezember 27, einen Monat vor dem Brief an Elisabeth. Also jetzt die Hölderlin-Vorlesung. Liebe ist nach alter Weisheit ein Wollen, nämlich Wollen, dass das Geliebte sei, in seinem So-Sein, dass es ist, seinem Wesen standhalte. Beide Frauen sind im Exil. Heidegger will den Nationalsozialismus metaphysisch überhöhen und denkt dabei an die Jüdinnen, die er einmal geliebt hat, sagt es aber niemandem, nicht einmal dem Tagebuch. Ist er nicht der exemplarische Deutsche? Ein deutsches Leben. Indem Heidegger für seine Vorlesung Hölderlins Gedichte Germanien und der Rhein wählt, bezieht er sich von vornherein auf jene Texte des Dichters, in denen von Deutschland in einem eminenten Sinn die Rede ist. Gleich zu Beginn setzt er sich ab von einer rein propagandistischen Aneignung, indem er Hölderlin selbst zitiert: Verbotene Frucht wie der Lorbeer ist aber am meisten das Vaterland. Die aber kost ein jeder zuletzt. Zuletzt heißt, bezogen auf die Vorlesung, das Vaterland kommt erst ganz am Schluss vor, und zwar in einer merkwürdig schwebenden Gestalt, nicht als massive Vorhandenheit. Von einer höheren Geschichte handelt Germanien. In der Vorbemerkung zur Vorlesung hat Heidegger knapp umrissen, was auf dem Spiel steht. In Hölderlins Werk ist, abseits vom historischen Getue, der Anfang einer anderen Geschichte gegründet, jener Geschichte, die anhebt mit dem Kampf um die Entscheidung über Ankunft oder Flucht des Gottes. Die Flucht der alten Götter ist das Thema von Germanien. Hölderlin nennt sie entflohene Götter, und er weiß, nicht sie, die Seligen, die erschienen sind, die Götterbilder in dem alten Lande, sie darf ich ja nicht rufen mehr. Neue Götter werden angekündigt, ein Adler, der vom Indus kömmt, ist ihr Bote. Empfängerin der Botschaft ist das Kind Germanien, das im Prozess der Entgötterung und der Wiederkehr des Göttlichen eine eigene Rolle spielt. Du bist es, auserwählt, allliebend und ein schweres Glück, bist du zu tragen stark geworden. Auch diese Dimension der Geschichte weit oberhalb der politischen kann man metapolitisch nennen. Die Zeit der Völker folgt Maßen, die überhaupt erst festgestellt werden müssen. Der Beginn des Gedichts nennt sie, wenn wir Heidegger folgen, jetzt Heideggers Auslegung, dann reißt uns dieses abgerissene, harte Nicht-Sie eben doch in den Wirbel eines Gesprächs, in dem die Weltzeit der Völker und unsere Weltstunde zur Sprache kommen.
dass Hölderlins Gedicht nicht zu einer Literatur gehört, der gegenüber man Abstand halten könnte, die Grundvoraussetzung der ganzen Vorlesung, wird hier mit dem Wort Gespräch gesagt, in das die Leser förmlich gerissen werden. Wir werden Zeugen eines dramatischen Geschehens. Hölderlins Vision, dass, wie es Heidegger sagt, ein geschichtliches Volk als Ganzes die Not seiner Götterlosigkeit und Zerrissenheit ausdauert, ist für Heidegger die eigentliche Definition dessen, was jetzt ist. Und, wie er sagt, billig sind die Götter eines Volkes nicht zu beschaffen. Was tut Heidegger? Er stellt die unendliche Schwierigkeit einer Rede über das Vaterland und das Nationale heraus. Wenn es sich um ein Gespräch handelt, dann um eines, das nur als geduldiges und lang andauerndes, keine Differenzierung scheuendes vorstellbar ist. Er erläutert es als das Austragen eines Widerstreites zwischen dem sich öffnen der Bereitschaft und dem Ausbleiben der Erfüllung. Dies ist ausdrücklich gegen jede Art von biologisch begründetem Neuheidentum gerichtet. Ein solches würde als gewaltsames Ergreifen das Göttliche erst recht in eine, wie Heidegger sagt, unechte, nicht göttliche Nähe zerren und statt eines neuen Lebens den Tod bringen. Das nicht mehr rufen dürfen der alten Götter sei, wie er sagt, die einzig mögliche entschlossene Bereitschaft für das Erharren des Göttlichen. Deshalb diagnostiziert Heidegger im Gedicht eine Grundstimmung der Trauer, die nichts Seelisches, sondern etwas Geistiges sei, also zum Bereich des Denkens gehört. Zu verstehen ist, dass hier die schwierigste Leistung überhaupt dem Volk und dem Land Germanien abverlangt ist. Dass die Götter entflohen, heißt nicht, dass auch die Göttlichkeit aus dem Dasein des Menschen geschwunden ist, sondern heißt hier, dass sie gerade waltet, aber als eine nicht mehr erfüllte, als eine verdämmernde und dunkle, aber doch mächtige. Mit einem noch eindringlicheren Hinweis auf die Lage des Volkes und die Komplexität der Aufgabe schließt die Vorlesung. An seinen Freund, den Dichter Böhlendorff, hatte Hölderlin am 4. Dezember 1801 geschrieben. Es war dieser Brief, den Heidegger gegenüber Elisabeth Blochmann erwähnte. Wir lernen nichts schwerer als das Nationelle frei gebrauchen. Und an einer späteren Stelle des Briefs heißt es, der freie Gebrauch des eigenen sei das Schwerste. Naheliegend wäre der naturalistische oder rassistische Gebrauch des eigenen verstanden als ein Dinghaftes, das sich anderen aufdrückt. Heidegger spricht dagegen von der Schaffung eines Spielraums, in dem das Nationelle sich zur Geschichte frei erwirken kann. Es gelte, das Mitgegebene in ein Aufgegebenes zu verwandeln. Um die Gestaltung dieses Spielraums muss gekämpft werden. Heidegger, nur das zu Erkämpfende und Erkämpfte, nicht das nur Eigene, ist die Gewähr und Gewährung des Höchsten. Heidegger beschreibt seinen eigenen Fall. Sein und Zeit war ein Buch, das auf die Stelle deutete, wo Gott einmal gewesen war, aber sie war leer. Also ich habe das in dem Kapitel über Sein und Zeit entwickelt, wie er eigentlich von Augustinus und Pascal her eine christliche Anthropologie entwirft, in der aber das Theologische sozusagen eingeschwärzt ist. Aber es ist ja also auch seine eigene Herkunft, er hat ja Priester werden sollen. Denn wenn es aus ist, sagt Hölderlin, und der Tag erloschen, wohl trifft's den Priester erst, doch liebend folgt der Tempel und das Bild ihm auch und seine Sitte zum dunklen Land und keines mag noch scheinen. Das Geschehnis der Götterflucht trifft als Ersten den Priester. Priester hatte Heidegger einmal werden wollen. Noch in seinen frühen Briefen an Elfriede, als er sich schon längst für die Philosophie entschieden hatte, beschreibt er sein Selbstverständnis als das eines Priestertums und sich als dessen Geweihten mit einer Sendung. Nun findet er mit Hölderlin den Weg, seine eigene Geschichte sinnvoll zu deuten. Sie ist im Einzelnen, was der Dichter im Großen prophezeit hatte.
was in Sein und Zeit eine Leerstelle war und gerade als solche erkennbar blieb, hat nun seine eigene Gestalt gefunden, ist thematisch in den Vordergrund gerückt. Es bleibt nur noch, wie Heidegger sagt, das Bewahren der Göttlichkeit der entflohenen Götter. Davon ist auch die Heimat betroffen. Sie ist nur da in ihrem vollen Sinn bewahrt, wo die Erde für die Götter erzogen, im Wandel der Jahreszeiten und ihrer Feste dem Walten der Götter entgegengehalten wird. Genau dies aber, so darf man mit einer minimalen Verschiebung vom Tempel zur Kirche sagen, war Heideggers Amt als Knabe im Gottesdienst gewesen. Er hatte ja die Glocken zu läuten, sein Vater war Messner und die Mutter, die ganze Familie war vielfältig in die Alltagsaufgaben der Kirche, in die praktischen Aufgaben der Kirche verwickelt. Er ist es selbst, von dem hier die Rede ist. Also von einer Erde, die für die Götter erzogen im Wandel der Jahreszeiten und ihrer Feste dem Walten der Götter entgegengehalten wird. Genau das war sein Amt. Auf die zweite Hälfte der 30er Jahre zu datieren, ist eine vielsagende Notiz aus den schwarzen Heften. Die Mutter, meine einfache Erinnerung an diese fromme Frau, die ohne Bitterkeit den Weg des scheinbar, unterstrichen, Gott abgekehrten Sohnes im ahndenden Vorblick ertrug. Aus der Mitte all seiner Verhältnisse zur Welt der Mutter ragt diese eine Frage nach dem Göttlichen heraus. Aus Volk und Geschichtlichkeit, die uns in Sein und Zeit begegneten, ist ein geschichtliches Volk geworden. Und aus dem Mitsein mit dem Volk wurde der Staat. Die abstrakte Gottlosigkeit von Sein und Zeit wurde zur Flucht der Götter. Aus der Gegend von Sein und Zeit wurden der Rhein und Germanien. Aus der Fundamentalontologie wurde die Metapolitik. Das ist Heidegger 1934. Der Geist hat das Wissen konstituiert, der Denker hat sich gegen die Einzelwissenschaften behauptet. Noch will er den Nationalsozialismus nur höher begründen und im Wissen befestigen. Er will ihm in einem absurden quichotischen Unternehmen Differenziertheit beibringen. Aber ein erster Riss ist gesetzt.